Obwohl Chuck Connors in seiner Schauspiel- und Sportkarriere viel Erfolg hatte, lässt sich nicht leugnen, dass sein Leben auch voller Schwierigkeiten und Traurigkeit war. Eine der größten Traurigkeiten von Chuck Connors ist wahrscheinlich sein Scheitern in der Ehe. Nach einer gescheiterten ersten Ehe hoffte er 1963 auf eine neue Beziehung mit der Schauspielerin Kamala Devi. Doch wie die Schwierigkeiten des Lebens hielt auch diese Beziehung nicht lange und endete 1972 mit einer Scheidung. Auch seine dritte Ehe hielt nur kurze Zeit, bevor sie 1977 endete. Das ständige Scheitern familiärer Beziehungen verursachte bei Chuck Connors Schmerz und Gefühle der Einsamkeit, und dies war möglicherweise eine der größten Herausforderungen, denen er in seinem Leben gegenüberstand. Darüber hinaus ist der Kampf gegen Lungenkrebs auch für Chuck Connors eine große Herausforderung. Seine Geduld und mentale Stärke wurden in diesem Kampf auf eine harte Probe gestellt. Obwohl er mit Schwierigkeiten und Schmerzen konfrontiert war, behielt er seinen Glauben und seine Entschlossenheit im Kampf gegen die Krankheit bei. Obwohl Chuck Connors Leben voller Schwierigkeiten und Traurigkeit ist, kann niemand seinen Einsatz und seinen Kampfgeist leugnen. Seine Leidenschaft und sein Engagement für die Schauspielkunst und den Sport haben ihn zu einem angesehenen und bewunderten Mann gemacht. Denken Sie immer an Chuck Connors und unterstützen Sie ihn, der einen tiefen Eindruck in den Herzen der Fans hinterlassen hat. Das Leben von Chuck Connors besteht nicht nur aus einer Reihe von Erfolgen und Misserfolgen, sondern auch aus einer Reise der Beharrlichkeit und mentalen Stärke angesichts schwieriger Herausforderungen. Obwohl er in seinem Familienleben viele Schmerzen und Misserfolge erlebt hat, strahlen Chuck Connors Bemühungen und seine Liebe zu seinen Kindern und seiner Familie immer noch strahlend aus. Mit Trennungen und Misserfolgen in der Ehe konfrontiert zu werden, ist nicht nur ein mentaler Schock, sondern auch eine wertvolle Lektion über Geduld und die Kraft der menschlichen Liebe. Connors hat gelernt, wie man Schwierigkeiten überwindet und Freude und Sinn im Leben findet, egal was passiert. Darüber hinaus forderte sein Kampf gegen Lungenkrebs die Gesundheit und den Geist von Connors aufs Äußerste. Aber in jeder Herausforderung fand er die Kraft, weiterzumachen, ohne die Hoffnung und den Willen zum Leben aufzugeben. Seine Entschlossenheit bestand nicht nur darin, persönliche Schmerzen und Leiden zu überwinden, sondern auch andere zu inspirieren, sich ähnlichen Herausforderungen zu stellen. Das Leben von Chuck Connors ist eine Reise voller Sinn und Wert, auf der er bewiesen hat, dass jeder Schwierigkeiten überwinden kann, wenn er genug Vertrauen und Entschlossenheit hat. Auch wenn er verstorben ist, leben das Erbe und der Geist von Chuck Connors in den Herzen der Fans weiter und sind eine Quelle der Ermutigung und des Mitgefühls für diejenigen, die im Leben vor Herausforderungen stehen. Bitte denken Sie weiterhin an Chuck Connors und unterstützen Sie ihn, der ein Leben voller Sinn und Wert geführt hat. Das Leben von Chuck Connors ist eine Geschichte von Ausdauer, mentaler Stärke und Mitgefühl. Trotz aller Schwierigkeiten und Misserfolge gab er nie auf, es zu versuchen, und blieb jeder Herausforderung gewachsen. Mit unermüdlichem Einsatz hat Chuck Connors alle Hürden überwunden und ist einer der Topstars im Kino und im Sport geworden. Sein Engagement und sein Engagement für Kunst und Leben haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt große Ermutigung gegeben. Trotz der Erschütterungen in seinem Familienleben und seinem Kampf gegen die Krankheit war Chuck Connors immer ein Symbol für Stärke und Ausdauer. Die Liebe und Unterstützung seiner Fans halfen ihm, die schwierigsten Zeiten zu überstehen. Erinnern wir uns weiterhin an Chuck Connors und unterstützen wir sein Vermächtnis als Quelle der Inspiration und Ermutigung für uns in unserem täglichen Leben. Er wird uns immer mit Dankbarkeit und Respekt in Erinnerung bleiben. Chuck Connors ist ein Symbol für Geduld und mentale Stärke, und sein Leben ist eine Lektion darin,
wie man den Herausforderungen des Lebens mit Kraft und Entschlossenheit begegnet. Auch wenn er in seinem Familienleben und seiner Gesundheit viele Ereignisse und Schwierigkeiten durchgemacht hat, behält Chuck Connors seinen Glauben und seine Entschlossenheit bei. Seine Stärke und Entschlossenheit sind nicht nur eine Ermutigung für ihn selbst, sondern auch eine Inspiration für Millionen andere auf der ganzen Welt. Obwohl er verstorben ist, lebt das Erbe von Chuck Connors in den Herzen der Fans weiter, als Symbol für Willen und Freundlichkeit. Bitte denken Sie weiterhin an Chuck Connors und stehen Sie für alles ein, wofür er stand, seine Stärke, seine Standhaftigkeit und seine unerschütterliche Liebe. Das Leben von Chuck Connors ist eine Reise voller Sinn und Wert, auf der er bewiesen hat, dass Geduld und mentale Stärke alle Schwierigkeiten überwinden können. Auch wenn er mit Misserfolgen und Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, ist Chuck Connors immer stark und entschlossen geblieben. Seine Bemühungen in der Schauspielerei und im Sport sind nicht nur eine Quelle der Ermutigung für ihn selbst, sondern auch eine Quelle der Inspiration für Millionen anderer. Chuck Connors Vermächtnis sind nicht nur die Filme und Spiele, sondern auch der Geist der und so weiter und so weiter. Also auch unendlich periodisch. Okay, jetzt gibt's noch einen dritten Typen. Gehe hier mal ein bisschen nach unten. So. Das sind die gemischt-periodischen. Die sind auch unendlich. Aber anders unendlich. Die haben nämlich noch vor der Periode eine sogenannte Vorperiode. Ein Beispiel hiervon ist ein Sechstel. Gucken wir uns mal an, was ein Sechstel ist. Ein Sechstel ist gleich 0,16666666 und so weiter. Ja? Also hier haben wir einen endlichen Teil am Anfang der Dezimalentwicklung, der dann gefolgt wird von einem unendlichen Teil, das immer wiederholt. Okay, nehmen wir mal noch zwei weitere Beispiele. Ein 22stel. Naja, 0,0454545445, ja. Also hier auch wieder ein fester Teil vorne und dann aber die Periode hinten dran, also das immer sich wiederholende bis ins Unendliche. Und nehmen wir noch einen hier im dritten Bruch, ein 24stel. Und dann geht's periodisch weiter. Ja? So. Na, man sieht also hier immer einen Teil einer gewissen Länge, der hier vorne dran fest ist, und dann gibt es einen bestimmten Teil, der sich immer wiederholt. Hier die 6, da die 4, 5 und so weiter. Okay. Jetzt wollen wir mal eine Methode rauskriegen, wie man an dem Bruch erkennen kann, um was für einen dieser Typen es sich handelt, ohne die Dezimalbruchentwicklung tatsächlich zu berechnen. Na, man kann das tatsächlich hier vorne bereits sich an den Brüchen überlegen. Hierzu vielleicht erstmal eine folgende Vorüberlegung. Hängt es im Wesentlichen vom Nenner oder vom Zähler ab, des Bruches, welcher Typ er ist? Ja? Und vermutlich wird man auf die Intuition kommen, es hängt eben.